gläubig sind und folgsam ihren Lehren. Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad in seine Kirche berufen hat. Nie will ich von ihr weichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der uns in seine Kirche gerufen hat, er sei mit euch. Der Eröffnungsvers der heutigen Heiligen Messe lautet: Deine siegreiche Hand rühmen wir, o Herr, denn die Weisheit hat den Mund der Stummen geöffnet und die Zunge der Unberedten gelöst. Liebe Gläubige, seid willkommen geheißen zu unserer Frühmesse. Danke, dass ihr stellvertretend für die Gemeinde mitfeiert. Danke, dass ihr 13, habe ich erst geschaut, Haushalte mit uns verbunden seid und mitfeiert. Freuen wir uns, dass wir diese Gelegenheit haben, täglich dem Herrn zu begegnen und uns von ihm lehren zu lassen und von ihm stärken zu lassen. Im Heiligen Sakrament bereiten wir unser Herz für diese Begegnung. Herr Jesus Christus, du unser Meister, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du der Menschenbruder, Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du Gottes Sohn, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach. Er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, himmlischer Vater, alles Gute kommt allein von dir. Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir erkennen, was recht ist und es mit deiner Hilfe auch tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Hebräerbrief. Er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Darum scheut er sich nicht, sie Brüder zu nennen und zu sagen: Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen. Und ferner: Seht ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch Jesus in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel. Und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr ist unser Gott, ewig denkt er an seinen Bund. Der Herr ist unser Gott, ewig denkt er an seinen Bund. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm und spielt ihm,
sinnt nach über all seine Wunder. Der Herr ist unser Gott, ewig denkt er an seinen Bund. Rühmt euch seines heiligen Namens. Alle, die den Herrn suchen, sollen sich von Herzen freuen. Fragt nach dem Herrn und seiner Macht. Sucht sein Antlitz alle Zeit. Der Herr ist unser Gott, ewig denkt er an seinen Bund. Bedenkt es, ihr Nachkommen seines Knechtes Abraham, ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat. Er, der Herr, ist unser Gott, seine Herrschaft umgreift die Erde. Der Herr ist unser Gott, ewig denkt er an seinen Bund. Ewig denkt er an seinen Bund, an das Wort, das er gegeben hat für 1000 Geschlechter, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an den Eid, den er Isaak geschworen hat. Der Herr ist unser Gott, ewig denkt er an seinen Bund. Halleluja! Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus in der Synagoge, lehrte Jesus in der Synagoge in Kapernaum. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus: Schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den anderen: Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, eine kurze Erklärung zur heutigen Frohbotschaft des Tages. Diese erste Woche des öffentlichen Auftretens Jesus ist eine ganz schöne. Ich mag sie sehr. Das muss man einmal zusammenbringen, dass am zweiten Tag des öffentlichen Wirkens es schon heißt, und sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend. Was hat er getan? Nun, als erstes hat er gelehrt, und zwar in den Gotteshäusern. Er beginnt in Kapernaum am See Genezareth. Er beginnt am Sabbat, das ist der Tag der Befreiung, der Ruhe, der Tag der neuen Schöpfung eigentlich schon. Und die Leute, heißt es, sind betroffen. Denn wie er jetzt spricht, obwohl er kein Schriftgelehrter ist, da merken sie, ja, das kommt von Gott. Und das ist die Kraft Gottes, die dahinter ist. Und das ist es auch das Erste, was wir von Jesus erkennen dürfen. Und auch müssen. Wer das an Jesus nicht erkennt, wer Jesus so unter, ja, habe ich schon gehört, ist jetzt nicht relevant, einstuft,
vergeht am Heilsangebot Gottes vorbei. Wer aber, und wir sind ja erfahrene Christen durch viele Jahrzehnte des Lebens schon, jeden Tag neu fasziniert ist, was ist das für eine Vollmacht, die da aus Jesu Worten spricht, göttliche Vollmacht, der ist einmal gut unterwegs, dass er wirklich sich von Gott speisen lässt und er dadurch auch wachsen kann in seinem religiösen und überhaupt in unserem menschlichen Leben. Also beachten wir das heute als erstes. Sind die Worte Jesu für uns wirkliche Worte des Lebens? Jeden Tag neu. Und das Zweite, was wir heute sehen, ist sehr bemerkenswert, das schildert nur Markus so. Der Erste, er weiß und beweis, dass Jesus in der Macht Gottes kommt, ist keine Heilung bei Markus, sondern ist eine Dämonenaustreibung. Und damit betont er, was für ihn wichtig ist, wie er Jesus sieht. Er sieht ihn als den, wo jeder Ungeist weichen muss. Markus bezeichnet ja diese Situation, ein Mann mit einem unreinen Geist. Was ist ein unreiner Geist? Das ist eine Geistigkeit, die nicht zum Heiligen Geist passt, die in sich selbst gekrümmt ist, die eben Gott abgewandt ist. Das ist ein unreiner Geist. Eine Geistigkeit, die letztlich unsere Menschenwürde kaputt macht und unsere Gotteskindschaft zerstört. Und wir hören, sobald Jesus auftritt mit seiner Wahrheit Gottes, dann gibt es als erstes Protest von der Seite des Ungeistes. Ja, weil da schon deutlich wird, auf einmal diese mächtige Macht des Bösen, sie muss weichen. Und der sagt ja selbst dann, bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Also nicht den Mann, sondern die Ungeistigkeit. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und so müssen auch wir und dürfen auch wir Jesus und seine Botschaft sehen. Das ist es, was alles Verkehrte weichen lässt. Eine wunderbare Aussage hier. Und es geschieht ja dann auch. Auf das Wort Jesu, alles Verkehrte soll schweigen und weichen. Dass das einem nicht auf den Schlag geht, ist auch angedeutet. Der Ungeist zerrt den Mann hin und her. Wer ein bisschen Erfahrung hat mit Menschen, die geplagt sind von einem verkehrten Denken und verkehrten Süchten und Ungeistigkeiten, der kann das bestätigen. Wir beten gerade heute und ich möchte bitten, ihr, die ihr mitfeiert, dass ihr uns mithelft beten. Es geht wieder um eine alkoholkranke Frau, die verzweifelt versucht herauszukommen und es ist schrecklich mit anzusehen, wie ein Rückfall nach dem anderen kommt. Das ist dieses Hin- und Herzerren. Und dass da aber am Schluss rauskommt, der Mann ist befreit, auch wenn es noch Gezettere und Geschrei bedeutet hat. Und ein Mensch ist wieder in seine Gotteskindschaft hineingeführt worden. Alle erschraken, endet die Geschichte, und fragten sich eben, was hat das zu bedeuten? Was ist das für eine Lehre, die hier mit Vollmacht verkündet wird? Was ist das für eine Kraft, dass Ungeistigkeit weichen muss? Da müssen wir auch wieder hin, dass wir diese drei Dinge so bezeugen, dass die ganze Gegend aufmerksam wird. Und dann sind wir nicht mehr beim Stellvertreter der Gemeinde, sondern dann bekommt die Gemeinde Hunger, Tag für Tag ein neues Wort des Lebens aufzunehmen von Jesus und es dann umzusetzen, damit draußen in unserer Welt wirklich Heiliger Geist überall einkehren kann. Amen. In kurzer Stille wollen wir hineinhören, welches Wort Gottes uns persönlich anspricht heute.
Er lehrte sie mit göttlicher Vollmacht. In den Fürbitten lasst uns Gott unsere Nöte bringen und ihn um seine Hilfe bitten. Herr, öffne deinem Volk Ohren und Herz und lass es am Glauben an dich festhalten. Herr, unser Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Berufe Menschen und zeige Wege, die Botschaft der Erlösung aller Welt zu verkünden. Herr, unser Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Wehre dem Ungeist in aller Welt und schenke allen Betroffenen Heilung und Heil. Herr, unser Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Lass trotz aller Schwierigkeiten dein Lob in unseren Kirchen nicht verstummen. Herr, unser Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Stehe den Sterbenden bei und schenke den Verstorbenen die Herrlichkeit in deinem Reich. Herr, unser Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Sinzing Augusti für verstorbenen Gatten Matthias zum Sterbetag. Herr, unser Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen die Not aller Suchtkranken einschließen und bitten um Befreiung und Hilfe. Herr, unser Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, du hast Jesus den Sieg verliehen über alles Böse. Höre unser Rufen und lass uns teilhaben an diesem Sieg in Ewigkeit. Amen. Amen. Dem Bösen Feind und seiner Macht gelob ich zu entsagen. Eitel ist seine ganze Pracht, schwer ist sein Joch zu tragen. Ich fliehe alle Werke sein, sie bringen nichts als Angst und Pein, führen zu ewigen Qualen. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an und was jeder Einzelne zur Ehre deines Namens darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Gnade. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus erweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten,
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Erlösungsopfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Gedenke all unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist,
dir ähnlich sein und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum himmlischen Mahl der Liebe geladen sind. Vereinigen wir uns mit unserem Herrn, damit wir in seinem Geist leben können. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Amen. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares ganz zugegen bist.
Ich liebe dich und meine Seele sehnt sich nach dir. Wenn ich dich jetzt im Heiligen Sakrament nicht empfangen konnte, so komme geistigerweise zu mir. Umfange mich, vereinige dich mit mir. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. So spricht der Herr, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Auf Gottes Wegen wandle ich, so auf Erden. Gott, du mein Vater, schütze mich und lass mich selig werden. O mach mich ähnlich deinem Sohn, sei jenseits du mein größter Lohn, im Himmel einst auf ewig. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben,
was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Heiligen Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Sind Zeugen geworden des vollmächtigen Wortes des Erlösers. So lasst uns Zeugen sein, damit sich sein Wort in der ganzen Gegend verbreiten kann. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr begegnet, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wem die Zeit noch geschenkt ist, wir verweilen noch in der Kommunionvereinigung, während wir die sieben Vaterunser zu den sieben Schmerzen und sieben Freuden Mariens beten. Ansonsten wünsche ich euch allen einen gnadenvollen Tag. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.